Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Cross. In der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen umgesehen in der Viper Villa und jetzt würde ich mal sagen, setzen wir mal die Erkundungstour mal fort. Okay. Was haben wir hier? Ich muss aber jetzt dabei sagen, ich habe schon ein bisschen vorgespielt. Na, was heißt vorgespielt? Hop-Hock hat mir mal wieder die Aufnahmen ruiniert und naja. Ihr wisst gar nicht, wie ich schon die Tage zähle, dass ich einen neuen Rechner kriege. Haha, ich freue mich schon drauf. Ja, Miss Lucia. Und so, genau. Und wir müssen diese Truhe öffnen, weil da befindet sich ein wichtiges Element, nämlich das Revive. Revive sorgt dafür, dass wir einen Charakter wiederbeleben können. Ich würde mal sagen, ich rüste mal gleich den guten Search mal aus. Allocate. Und zwar nehmen wir das anstatt dem Photon Ray. Ja, wie gesagt, Revive beliebt einen Charakter wieder. Und warum ich sage, dass es wertvoll ist? Nun ja, es gibt nur ganze 3 Stück von dem Element, soweit ich weiß. Demzufolge möchte ich sie schon alle bekommen, wenn es geht. Reden wir mal mit dir. Diese Teile sind übrigens Waffen von einer antiken, verlorenen Superzivilisation. Sie ist wirklich ein Genie. Wenn sie schafft, mit denen arbeiten zu können. Ja. Sie redet gerade, oder RCS, I don't know, redet gerade über die Wissenschaftlerin von Vipernmanen mit dem Namen Lucia. Mit ihrem sehr speziellen Dialekt und so, ne? Aber die lernen wir noch kennen. Früh genug. Wie gesagt, ist es wichtig, nicht auf den Teppich zu steigen, denn wenn ich auf den Teppich steige, kommen Monster. Ich meine, die sind zwar nicht stark, aber ich muss es nicht wirklich riskieren. Und dann schauen wir uns hier mal um. Es scheint wohl hier die Speisekammer zu sein oder so. Und da ist eine Schatztruhe. Mit Dragoon's Honor. So sehen wir doch mal gleich einmal aus. Jetzt kriegt er mal der gute Search. Was haben wir da noch? Nichts Besonderes. Okay. Gut. Dann schauen wir uns mal weiter hier um. Hey, den kennen wir doch. Das ist doch Archer vom Intro. Hallo, Archer. Archer. Hallo? Kannst nicht sehen, dass ich beschäftigt bin? Hör auf, rumzualbern, Neuling. Jawohl, Sir. Ah, im Schrank ist bestimmt was. Ein Turn-Green-Element. Ja, wo man die Elementeigenschaft des Gegners ändern kann. Also das Innate. Hey, und den kennen wir doch. Das ist doch Glenn, oder? Reden wir doch mal mit ihm. Der Code für die Falltür ändert sich jede Woche, weißt du? Zufällige Nummern funktionieren nicht. Und weiter? Was? Es ist schon wieder zugefallen? Wie oft muss ich dir noch sagen? Es ist nach rechts und nach links. Verstanden? Ich schreibe das besser auf, bevor ich das vergesse. Ja, und hier spielen wir mal wieder Splinter Search, Metal Gear Search, was auch immer. Weil wir müssen Glenn. Oh, und bin auf den Teppich natürlich gestiegen. Also, nicht mit schmutzigen Schuhen auf den Teppich treten. Also, Viper hat schon Stil. Und das sind 2 Gegner. Jedoch nicht so stark, das sind 2 Will-O-Wisps. Die gehen eigentlich schnell down. Ja, der erste ist schon mal weg. Und dann machen wir mit dem ersten. Was machen wir mit dem letzten? Ach, da machen wir ein Dash und Slash und dann ist es reich. Und schon ist er tot. Oder? Ja. Es ging flott. Ja, wunderbar. Könnte nicht besser laufen. Aber ich hätte schon gern wieder Dinge gehabt. Aber dafür kriege ich Tablets und Ointments. Okay.
müssen wir da hoch, weil da ist jetzt der Glenn reingegangen. Jetzt warten wir noch. Der hat sich was aufgeschrieben. Ich glaube, der schreibt es da drauf, oder? Schauen wir noch einmal. Da ist eine Nachricht auf der Mauer. Der Code der Woche ist 8-mal nach rechts und 9-mal nach links. Okidoki, 89. Verstanden. Seit dieser Gast von Porrek kam, verhält sich der General komisch. Wenn ich nur meinen Bruder darum fragen könnte. Ja, du sagst nur dasselbe. Was ist mit dir? Der Glenn da drüben ist der jüngere Bruder von Dario, eine der vier Dragoon Divas. Divas, aha. Also Diva-Bitches oder so. Nee, ich denke mal, das sind so ranghöhere Generäle oder so. So ähnlich wie, sagt's mir, nicht wie die Power Rangers, mir fällt's jetzt nicht ein, wie... Ach, egal. Es ist bereits 3 Jahre her, seit Sir Dario tot ist. Miss Riddell wurde seitdem ich kann nicht reden. Depressiv, und es fühlt sich so an, als ob all das Leben aus dem Manor rausgewichen ist. General Viper zeigt es nicht, aber ich bin sicher, dass er auch für sich leidet. Ja, okay, also Dario ist wahrscheinlich dieser sogenannte ältere Bruder von Glenn. Aber ich mal gucken mal weiter. Hast du die Maschine draußen gesehen? Miss Lucia hat kaputte Teile von Fort Dragonia genommen und sie benutzt, um das Ding nachzumodellieren. Okidoki. Ja, dann gucken wir uns doch mal weiter hier um. Ganz schön interessant hier alles. Und jetzt gehen wir mal die Treppe hoch. Schauen wir uns da mal um. Ah, seht ihr die Tür da? Mit dem Auge da? Ihr dürft die Tür erst ansprechen, also eintreten, wenn das Auge geschlossen ist. Ansonsten kommt ihr zu einem Kampf gegen einen Portalgeist. Das ist ein ganz schöner hartnäckiger Bursche. Ne? Okay. Ah, wer bist du? Redest du mit mir? Sita, bitte halt die Dämonen. Ah, okay, du bist ein Harlekin, der schlafen will, meinetwegen. Was haben wir hier? Da gibt's nichts und davon eine ganze Menge. Und da ist eine Truhe mit einem Turn Black. Und was ist... Du bist das Mimik. Ich hoffe, ich habe jetzt mal mehr Glück, weil... In den 2 Aufnahmen, die ich gemacht habe, habe ich jedes Mal abgelost. Und ich hoffe jetzt doch auf ein Erfolgserlebnis. Nun, wen von uns willst du? Du hast nur eine Chance. Na, dann nehme ich jetzt mal die große Box. Zu schade, falsch, Sucker. Das Spiel will mich verarschen, oder? Das Spiel will mich, glaube ich, tatsächlich verarschen. Ich habe jetzt die große Truhe genommen und die nimmt er mir jetzt nicht. Ich sehe schon. Die Mimike mögen mich einfach nicht. Schade eigentlich. Ja, jetzt kommt die große Truhe und prügelt erstmal auf Search ein. Warum nicht? Ja, töte es, Kid. Sehr schön. Erstmal strecken und so, ne? Weil ich muss sagen, wie viel Uhr haben wir das? Es ist 9:45 und ich nehme auf. Und wir haben ein Recover All verwendet. Ja. Na, ich nehme heute mal ausnahmsweise in der Früh auf, weil ich heute ja wieder Spätschicht habe. Und bevor ich abends nicht mehr schaffe, habe ich mir gedacht, hey, nimmst doch jetzt mal ein bisschen früher auf und so, ne? Und ich merke, dass mein Hirn immer noch leichte Grütze beinhaltet. So, dann haben wir uns da schon mal umgeguckt. Dann müssen wir als nächstes da rein. Da habe ich auch lang genug gerätselt, dass wir da hin müssen. Das ist die Schatzkammer.
Redest du nochmal mit uns? Du musst eine spezielle Erlaubnis haben, um einzutreten. Was ist mit euch, Leuten? Sagt das Passwort. Und wir müssen einfach nichts sagen. Warten? Warten? Korrekt. Das Passwort ist Schweigen. Du darfst eintreten. Ja, wir kommen in die Schatzkammer. Hooray. Oh my gosh. Da ist schon wieder eine Truhe und so. Hehe, das ist super. Aber es sieht so aus, als ob die Frozen Flame nicht hier ist. Ah, na gut. Lass uns einfach nehmen, was hier ist. Der Meinung bin ich auch mal, Kid. Da ist ein Schild. Nehmen wir es. Wir haben das Heldenschild bekommen. Was haben wir da? Eine Rüstung. Nehmen wir die. Eine Bronzerüstung. Was haben wir da? Ein Schwert. Nehmen wir es. Wir haben das Bronzeschwert erhalten. Das ist, glaube ich, wieder... ein Mimik, genau. So, und jetzt nehme ich wirklich die kleine Truhe, weil... ich mich nicht von dem Spiel verarschen lasse. Ich lasse mich nicht verarschen, Spiel. So, jetzt nehme ich die kleine Box. Wehe, da ist jetzt kein Schatz drin. Ja, also, geht doch. Sehr schön. Endlich mal ein Erfolgserlebnis. Toll. 100 Gold. Und eine Ice Lance habe ich bekommen. Okay. Also ich kriege ja auch Elemente. Geil. Ah, Mimik. Nee, weil in der Probeaufnahme hat ja mal echt gar nichts geklappt. Das heißt Probeaufnahme, das war die missratene Aufnahme und so, ne? Nun gut. Diese Kette sieht mir ganz schön verdächtig aus. Aber die werde ich jetzt noch nicht nehmen, weil... ich sehe, dass mein Paarzähler... wieder... was heißt mein Paarzähler? Mein Timer wieder... auf 12 Minuten schon ist und vielleicht zeige ich euch ein bisschen was dafür von den Monstern da. Okay, da passiert jetzt nichts. Oder am besten, ich zeige euch mal den Kampf gegen den Poltergeist. Wenn ich nicht auf den Teppich latsche und Will-O-Wisp erst besiegen muss. Aber nun gut. Sei es drum, wir haben hier diese... wie heißen die Gobbledy? Genau, sowas ähnliches. Und halt wieder so ein Will-O-Wisp, aber die sind ja nicht so das Problem. Die können mir gar nichts. Als Search macht die ja eigentlich mit Leichtigkeit platt. Na, dann schmeißt man meine Ice Lance auf Will-O-Wisp. Das dürfte dem erstmal ausbremsen. Oh, ich finde die Animation von Ice Lance geil. Das erinnert mich irgendwie an die Sequenz aus Final Fantasy VIII da. Ich möchte jetzt eigentlich nicht spoilern oder so, deswegen sage ich jetzt einfach mal die Sequenz aus Final Fantasy VIII. Kenner des Spiels wissen natürlich, was für eine Sequenz ich meine. Und welchen Charakter ich meine, der diese Sache ausführt. Oh, Anti-Dex Toxinal Cap? Ist das ein Accessoire? Habe ich noch nie bekommen, okay. Schauen wir mal gleich. Was haben wir denn da? Antitoxin. Protection against Poison. Okay. Ja gut, warum nicht? Was haben wir da? Na, die Iron Vest behältst du erst einmal, aber die gute Kit kriegt jetzt erst einmal eine Bronzerüstung und ein Antitoxical Cap und dann kriegst du noch den Bronzehelm, weil ich's einfach kann und so. Sollen wir noch gegen den... ach komm, gegen den Poltergeist kämpfen wir noch. Danach mache ich Schluss für den Part. Sind schon wieder 15 Minuten. Über 15 Minuten wieder. Aber das kriegen wir schon hin. Und das Ding ist mal übelst hässlich. Ich frag mich, wie man sowas überhaupt in den Raum stellen kann. So, und dann machen wir einmal Dash und Slash und hauen dem mal ein bisschen Schaden raus.
Oh, das macht so schön Schaden. Oh. Also Leute, ich kann euch wirklich nur empfehlen, dass ihr euch das Eisen-Equipment holt, weil damit macht ihr echt Schaden en masse. Und es ist... Und die ganze Sache im Viper-Manor fällt euch dann auch wesentlich leichter dann auch. Glaubt's mir, Leute. Ja, haut den Poltergeist. So, und du greifst jetzt halt. Ja. Ich werde von der Tür geschlagen. Okay. Dann machen wir mit dir Vandalieren. Geh ihn. Ups, wo ist der Stab denn? Wo ist der Stab? Wo ist der? Ach, da ist der. Oh, das Ding macht mal übel Schaden. Oh, und diesmal spuckst du kein Monster aus. Ha, auch gut. Ja, es kann nämlich sein, wenn seine HP niedrig sind, dass er ein Monster ausspuckt. Das kann natürlich sein. Naja, gut, das war jetzt ein relativ kurzer Kampf. Aber, gut. Ach ja, und an diesen gelben Robber, dann können wir nicht vorbei, weil... Kabü! Nicht eintreten, bitte geht außenrum. Ja, dann gehen wir außenrum, allerdings erst in der nächsten Folge. So, was haben wir in dieser Folge alles gelernt? Wir haben ein bisschen was über die Leute in Viper Manor gelernt. Wir haben Monster besiegt, wir haben die Schatzkammer halbwegs geplündert. Ich sag extra halbwegs geplündert, weil eine kleine Sache fehlt uns noch. Aber die werde ich erst in der nächsten Folge holen. Jetzt speichern wir erst einmal hier. Mal saven. Slot 2. Und da war mein letzter Speicherpunkt. Das heißt, ich müsste dann hier speichern, genau. Ja, und schon ist gespeichert. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal Schluss für heute. In der nächsten Folge schauen wir uns weiter in der Schatzkammer des Viper Manor um. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Chrono Cross. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!